Abend kommen zum Dienstag. Programm. Heute ja mit Mudita im Samatha-Teil und dann Vipassana. Einleitung. Versuchen wir aber den Geist erst einmal frei zu machen von den Alltagsgedanken, Beschäftigungen mit Vergangenheit und Zukunft, die uns sonst zu heimsuchen, indem wir einen Achtsamkeitsrahmen Körper aufbauen. Dazu versuchen wir immer wieder, den Fokus unserer Aufmerksamkeit ganz direkt beim Atem erleben, im Körper zu halten. Geist im Körper eine Möglichkeit zu bieten, sich niederzulassen.
mit Hilfe der Atemerfahrung nach und nach den ganzen Körper erlebend, atmen wir ein und aus. Mit einem gegenwartsbezogenen Geist im Achtsamkeitsrahmen Körper können wir jetzt bewusst entstehen heilsamer, wohlwollender Gedanken und Absichten fördern. Beginnen mit einer Grundhaltung von Metta, diesem eigenen Erlebensprozess gegenüber. Mit diesem aus den verschiedenen Erlebensbausteinen zusammengesetzten Wesen. Versuchen wir, Wohlwollen, Freundlichkeit zu haben,
Haltung, die im wahrsten Sinne des Wortes wohlwollend ist, wohl wünscht, Gutes wünscht, Frieden wünscht. Uns selbst gerichtet, denken wir, diesem Wesen Frieden wünschen. Lassen das Echo dieses Metta-Gedankens im Achtsamkeitsrahmen Körper wirken. Dem wir uns bewusst machen, dass der Erlebensprozess aus denselben Bausteinen aufgebaut, ganz ähnlichen Verläufen folgend, in allen Wesen sich so abspielt wie in uns, können wir unseren Metafokus unbegrenzt werden lassen. Alle Wesen, alle Daseinssituationen ausweiten und allen Wesen Frieden wünschen.
Während wir allen Wesen Frieden wünschen, kann uns bewusst werden, dass dennoch die meisten Wesen unfrieden sind, Unbeständigkeit ihres samsarischen Erlebensprozesses ausgesetzt, darüber hinaus in den meisten Fällen ja auch noch durch unweisen Umgang zur Unbeständigkeit immer wieder mit den Leiden einer hineinprojizierten Scheinidentität beschäftigt. Können wir in uns im Daseins- und Lebensprozess mit allen Wesen Dukkha sehen und mitfühlen.
Dukkha können wir sehen, sondern auch das Potenzial zur Dukkha-Freiheit. Allen Wesen ist das hier möglich. Ein Kultivieren heilsamer Zustände durch ein arbeitsfähig machen dieses Instrumentes Geist, vor allem ja durch ein weises Begreifen der eigenen Erlebenswirklichkeit. Das Dukkha des Beständigkeitsmissverständnisses aufzuheben, dich frei zu machen von der Last der Scheinidentität. Es gibt keinen Erlebensmoment irgendwo in diesem Universum, der nicht völlig dukkha-frei sein kann, wenn nur kein Nichtwissen darauf einwirkt. Dieser universellen Befreibarkeit allen Erlebens können wir eine erleichterte Freude, Mudita, empfinden. Möglichkeit zur Dukkha-Freiheit sehen mit Freuen.
Die gleiche Mudita, Erleichterung, können wir auf den eigenen Erlebensprozess beziehen. Uns klar machen, dass jeder Moment dieses eigenen Erlebens zuckerfrei sein kann. Und das Gewicht des Aufgreifens und Festhalten wollens uns von den Schultern fallen lassen. Identität zerfallen darf, weil wir der Wirklichkeit gemäß sehen gelernt haben. Jedes Dukkha, das Ich und mein Gefühl sich auflösen. Jeden Moment unseres Lebens können wir in diese Richtung hinarbeiten. So Potenzial der Befreibarkeit immer weiter entfalten. Zur universellen Befreibarkeit aller uns sonst so dramatisch erscheinenden Dukkha-Episoden erleichtert mit Freuen.
Aufmerksamkeit ist beim Atem im Körper. Gegenwartsbezug gehalten im Achtsamkeitsrahmen. Bestimmung, eine der leisen Freude und Erleichterung. Befreibarkeit des Daseinsprozesses. Befreibar vom Drucker der missverstandenen Festhaltversuche, Identifikationsversuche. Es ist nicht ungemein erfreulich, erleichternd, dass wir hier und jetzt in der Lage sind, an der Aufklärung dieses Missverständnisses zu arbeiten. Auch eine Begeisterung, Einsatzbereitschaft entstehen, wenn wir bewusst machen, dass wir da genau ins Schwarze treffen, genau die Erkenntnisse gewinnen, der Buddha uns gewünscht hätte, wenn wir die Unbeständigkeit des Erlebnisprozesses beobachten. Und dadurch diese missverstandene Sehnsucht nach Beständigkeit und Identität gewaltsam zerstören, sondern ganz friedlich, auch nichts anderes als Klarheit auflösen und befreien. Um uns diesen Unbeständigkeitsblick noch zu erleichtern, hat der Buddha uns nicht auch noch die Mühe gemacht, uns ein einfaches Beobachtungsschema zu zeigen, wie alle Aspekte des Erlebens so beobachten lernen, dass sich immer wieder die gleiche Unbeständigkeit, Unbefriedigendheit und Nicht-Selbsthaftigkeit direkt selbst erleben lässt. Anhand der Körperlichkeit, materiellen Lebensgrundlage, uns direkt abhängt von den Wechselwirkungen der inneren und äußeren Elemente, Körper und Umwelt, treiben aneinander in den Sinnesorganen. Es entsteht der unbeständige Körperlichkeitsprozess, der jetzt unmittelbar als solchen beobachten können.
der wie immer geartete, gegenwärtige oder zukünftige, mit Dukkha beladene Identität, auch aus diesem Körperlichkeitsprozess bestehen. Suchen wir also zu begreifen, dass bei dieser Körperlichkeit nichts wert ist, daran zu haften oder ein Ich-Gefühl daraus zu machen. Gleiche Unbeständigkeit können wir auch zu sehen bekommen, wenn wir die Findensprozesse im Erleben beobachten. Das Angenehme, Unangenehme und Neutrale im Erleben. Beobachten der Unbeständigkeit können wir erleichtert feststellen, dass wir diese Suche aus diesen wegrutschenden Empfindungen, eine Identität aufzubauen, gar nicht brauchen. Finden als den unbeständigen Prozess erkennen, der es nun mal ist, wenn wir das Verlangen nach Stabilität immer mehr auseinanderfallen lassen.
Unbeständigkeit lässt sich auch sehen, mit dem Wahrnehmungsprozess beobachten. Sie immer wieder verdinglichen der Bedeutungsgebung. Wenn es versucht, die Welt rund um uns und in uns zu erklären, daraus kann der nicht wissende Geist ganz leicht seine Identität aufzubauen versuchen, doch immer wieder der Unbeständigkeit des Baumaterials scheitern, sonst das bewusst, dass wir hier und jetzt in diesem Moment Beobachten der Unbeständigkeit von Wahrnehmung, was ganz universell Gültiges, wie jede irgendwie mögliche Erfahrung mit Weisheit sehen und begreifen lernen können. Diesen Moment können wir den Universalschlüssel zur Dukkha-Freiheit entdecken. Wenn wir begreifen lernen, dass hier alle Informationen vorhanden ist, um Geist Fehlinformierte festhalten und identifizieren abzugewöhnen.
Selbstständigkeit, die Unmöglichkeit, dass sich im Erlebnisprozess ein ständiges Selbst verbergen kann, wird auch sichtbar, wenn wir die Aktivitätsimpulse beobachten. Immer wie einladend oder provokant auch immer diese Handlungsaufforderungen unserem Geist sein mögen. Versuchen wir doch zu begreifen, dass sich daraus niemals Identität aufbauen lassen wird. Sind nicht der Wirklichkeit entsprechender Umgang damit und so ganz viel Dukkha in unserem Leben geführt hat, noch führen wird, wenn wir nicht bereit sind, ja das Aufgreifen, das Ich und mein Gefühl zu hinterfragen. Lassen wir die Unbeständigkeit der Aktivitätsimpulse auf uns wirken.
nicht an den Objekten des Erlebens, auch am Erleben selbst können wir die Unbeständigkeit, das Nicht-Wertsein aufgegriffen zu werden, beobachten. In Sinnesbewusstseinen, den Vijnanas. Sehen wir bei genauem Hinsehen ganz unausweichlich diese universell gültige Eigenschaft der Unbeständigkeit, der Unhaltbarkeit. Soll jemals der Versuch, Identität aufzubauen, zu einem beständigen Resultat führen? Erleben an sich gar nicht stillstehen und beständig sein kann. Nur darin steht unsere Chance zur Befreiung, einem universell gültigen Greifen, Unhaltbarkeit des Bewusstseinsprozesses, jetzt und in aller Zukunft. Nicht wert, ein Ich und Mein daraus zu kreieren.
Danke fürs Mitmachen. Zum nächsten Mal.